Heute in Abenteuer Diagnose. Hochbetrieb in der Notaufnahme. Der diensthabende Arzt ist nervös. Seuchengefahr. Für mich war die Geschichte ein bisschen wie ein Krimi. Eigentlich mysteriös, ein bisschen geheimnisvoll und auch spannend. Der Hafen von Osaka. Die Rautenbergs gehen auf große Fahrt. Guten Tag. Fühlte mich dort gut aufgehoben. Aber ich merkte, dass ich von Tag zu Tag schwächer wurde. Dass mir irgendwas im Körper tat sich. Und jetzt? Das Stadtteilhaus in Hamburg-Lurup. Margret Roddes leitet die Einrichtung. Heute bekommt sie Besuch von einer älteren Dame, die anbietet, in dem Zentrum eine Schreibstube zu eröffnen. Die Rentnerin will ehrenamtlich Menschen mit Schreibproblemen helfen. Ach, Sie sind Frau Roddes. Euch hätte sie so gerne gesprochen. Und dann kommst du bitte in mein Büro. Margret Roddes merkt, dass die Frau sie intensiv beobachtet. Aber das kennt sie schon, wegen ihrer seltsamen Stimme. Wie haben Sie sich das denn vorgestellt? Manchmal gibt es Zeiten, da will die mit jemandem gar nicht reden. Dann geht sie so richtig. Und manchmal fließt sie. An den Stimmkrampf hat sie sich schon gewöhnt. Doch da ist noch etwas. Immer wiederkehrende Schmerzen. Margret Roddes spürt die nachdenklichen Blicke ihrer Besucherin. Also ich glaube, sie hat mein Leiden erahnt. Das ist auch kein Wunder, denn Jutta Krüger ist pensionierte Ärztin. Und es dauert nicht lange, da hat sich das im Stadtteilhaus auch rumgesprochen. Guten Tag. Dann sickert es ja doch irgendwann durch, sei es, dass man irgendein Wort nimmt oder sich dann berufen fühlt, eine Frage doch medizinischer zu beantworten, als der Laie das tun würde. Und so kam das dann doch raus. So sehr Margret Roddes auch versucht, ihre Schmerzen zu überspielen, Jutta Krüger entgeht das nicht. Sie ist Neurologin und macht sich große Sorgen um ihre neue Chefin. Erzähl doch mal, wie ist denn das alles? Alles beginnt vor 20 Jahren. Ich hab richtig plötzlich den Fuß reingeschossen. Margret Roddes spielt damals Badminton in der Landesliga. Da sticht es eines Abends nach dem Training in ihrem Fuß. So ein Pieksten hat bestimmt schon mal jeder gehabt. So ein Stechen, aber dann so einen Abend immer mal wieder. Zunächst hält sie es nur für Überanstrengung. Doch 5 Jahre später quält sie das Stechen im Fuß fast täglich. Und das, obwohl Margret Roddes schon ein paar Jahre gar keinen Badminton mehr spielt. Soll ich mal einen Termin mit dem Arzt machen? Schenk mir doch erstmal bitte einen Wein ein. Gerne. Danke. Immer wenn ich zwischendrin mal Luft hatte, kam dieser Schmerz wieder zum Vorschein. Und zwar wurde er langsam mehr. Und so hat das dann begonnen, dass sie irgendwann mal nach Monaten sich bequemt hat, mal zum Arzt zu gehen. Ja, Frau Roddes. Margret Roddes geht zum Orthopäden und lässt ihren Fuß untersuchen. Doch der ist offenbar völlig in Ordnung. Der Spezialist findet nichts und hat deshalb eine ungewöhnliche Erklärung für ihre Schmerzen. Er hat gesagt, Frau Roddes, Sie sind viel zu schnell gewachsen. Also ich war mit 12 schon so groß wie jetzt. Das kommt alles von Ihrer Wirbelsäule. Und Sie sind ja auch ein bisschen krumm und die Wirbelsäule und vielleicht leichter Bandscheibenvorfall. Das geht bis in den Fuß. In den nächsten Jahren probiert Margret Roddes viele verschiedene Therapien aus. Doch egal ob Krankengymnastik oder Akupunktur, die Schmerzen werden immer schlimmer. Vor allem abends. Solange sie, wie gesagt, tagsüber in der Einrichtung in Bewegung war, geht das alles prima. Und abends hatte sie zunehmend Angst, auch vorm Ausruhen, weil dann die Schmerzen kommen. Sie müssen sich das vorstellen, als würde Ihnen jemand mit einem glühenden Messer immer in den Fuß stechen. Und das in einem Rhythmus von alle 4-5 Sekunden. Sie sucht sich immer neue Orthopäden, kommt 8-mal in die Röhre. Es werden immer wieder Bilder von ihrem Fuß und sogar von ihrer Wirbelsäule gemacht. Doch die Ärzte finden nichts. Nachher dachten die immer wegen der Stimme, ich wäre irgendwie so eine psychosomatisch belastete Frau, die Aufmerksamkeit brauchte. Bin ich nicht. Was für eine Geschichte. 20 Jahre später haben die Schmerzen Margret Roddes zermürbt. Jutta Krüger gibt ihr ein starkes Schmerzmittel.
Denn das Messer im Fuß sticht nun beinahe täglich. Und das fast ohne Pause. Ja. Wir sind gleich weg. Schönen Feierabend. Danke. Das waren Präopiate, Prämorphine. Das hatte ich ihr gegeben, weil sie gar nicht mehr zur Ruhe kam. So das letzte vor Opiaten, zum Beispiel Schmerzpflaster oder so. Und damit geht es Margret Roddes auch erstmal etwas besser. Allerdings muss sie die Dosis beinahe täglich erhöhen. Mein ganzer Tag war bestimmt von, wann nehme ich meine Tabletten, damit der Schmerz nicht kommt. Weil wenn er kam, dann konnte ich wirklich so lange, bis es gewirkt hat, wenig tun. Wie soll das nur weitergehen? Der Fall lässt Jutta Krüger keine Ruhe. Da kommt Margret Roddes von einem weiteren Arztbesuch zurück. Diesmal hat der Orthopäde etwas entdeckt, ein sogenanntes Morton-Neurom. Ich habe das in Büchern auch nachgeschlagen. Ich habe noch ein paar wenige Bücher. Und das gibt es wirklich. Ich habe erst gesagt, und dann gibt es das wirklich. Und dann wurde das MRT gemacht und da war auch eine Veränderung. Endlich eine Spur. Durch heftige Beanspruchung können die Nerven zwischen den Gelenken der Mittelfußknochen kleine Knötchen bilden, Morton-Neurome. Immer wenn sie gedrückt oder gequetscht werden, schicken die Mini-Geschwulste einen Schmerzreiz hinauf ins Gehirn. Und dann gab es die Hoffnung, jetzt schneiden wir das Ding raus und die Bär ist geschält, wie der Pfälzer sagt. Kurz darauf kommt Margret Roddes unters Messer. In einer ambulanten Operation entfernt ein Chirurg ihr einen Nervenknoten aus dem Fuß. Ich habe sofort gemerkt, dass es nicht geklappt hat, weil es ging ja weiter. Der Schmerz war sofort da. Und ich musste die Tabletten weiternehmen. Also da war nichts, was geklappt hat. Das war mir gleich klar. Immer noch keine Erlösung. Margret! Margret! Margret Roddes ist verzweifelt. Margret! Die Hoffnung, nach 20 Jahren endlich Margret. Ohne Schmerzen leben zu können, ist zerplatzt wie eine Seifenblase. Margret! Sie ist am Ende ihrer Kräfte. Ach, ist das so schlimm wieder. Sie ist ja auch ein Mensch mit viel Substanz, mit einem großen Herzen. Und dann zu sehen, dass dieser Mensch zunehmend an Kraft verliert. Da können Sie nichts mehr machen. Ich habe immer gedacht, ich wüsste nicht, wie sich Depression vielleicht anfühlt. Aber ich war schon ganz schön verzweifelt. Ich war richtig verzweifelt. Auch Jutta Krüger ist ratlos. Trotz der Tabletten sticht das Messer im Fuß immer heftiger. Ah, hallo. Kommt schön, dass ihr kommt. Inzwischen nimmt Margret Roddes sogar schon Opiate. Du, mein Engel. Doch auch die wirken kaum noch. Mach's gut. Ich musste dieses Medikament steigern und steigern, weil ich sonst gar nicht mehr schlafen konnte. Es war ein solcher Schmerz und ich kann wirklich viel ab. Wenn der getriggert war, dieser Schmerz, dann zählte nichts mehr umrum, als bis der Moment, wo es endlich aufhörte. Gibt es denn nichts und niemand, der Margret Roddes helfen kann? Immer wieder zermartert sich Jutta Krüger den Kopf. Da erinnert sich die Ärztin an einen ehemaligen Kollegen, mit dem sie in den 70er Jahren in Frankfurt zusammengearbeitet hat. Er ist unabhängig, er ist Hallo, Rudolf. Ein Freidenker. Hier ist Jutta Krüger. Er war schon in der Klinik in Frankfurt eine Besonderheit. Und das gipfelte darin, dass er eines Sommers mit seinem Fahrrad alleine durch die Wüste Sahara geradelt ist. Sie macht sich sofort auf die Suche nach Margret Roddes, um ihr von dem Neurologen zu erzählen. Ein Arzt, der schon immer berühmt war für seine messerscharfen Diagnosen und für seine unkonventionelle Art. Zwischenmenschlich musst du dich auf einiges einstellen, aber es ist der beste Diagnostiker, den ich kenne. Das hat sie gesagt. Und ich habe dabei immer an diesen Mann gesehen, der mit dem Fahrrad durch die Wüste fährt und dachte, naja,
Das kann dein letzter Rettungsanker sein. Kurz darauf steht Margret Roddes vor dem Neurologen Rudolf Havarek und wundert sich. Der Arzt scheint in der Tat ungewöhnliche Wege zu gehen. Ist sie hier wirklich in den richtigen Händen? Als er dann sagte, kommen Sie, ich will Sie untersuchen, und kam mit einer Sicherheitsnadel auf mich zu, da habe ich gedacht, noch so ein Verrückter. Habe ich echt gedacht? Habe ich gedacht, läufst du jetzt weg, gehst du raus, das war in Ordnung. Langsam fährt der Arzt mit der Nadel über ihre Haut und kontrolliert die Reflexe der Nerven. Da entdeckt er eine verdächtige Blockade am Becken. Der Bereich, wo der Nervus ischiadicus aus dem Becken austritt, der ist in der Mitte des Gesäßes. Da drückt man hinein, um eben auszuschließen, ob der an seinem Austritt irgendwo gestört ist. Das gehört dazu. Und er hat gedrückt. Und dann hing ich unter seiner Sprechstundendecke. Damit war ihm klar, da ist was an dem Ischiasnerv. Dann hat er gesagt, Sternstunde, Sternstunde. Ich gedacht, das gibt's doch nicht. Dann hat er gesagt, Frau Roddes, Sie haben einen Tumor. Und dann war meine nächste Frage, gut, bös, meistens gutartig. Gehen Sie sofort in die Röhre. Schon wieder in die Röhre. So, Frau Roddes, jetzt bitte nicht bewegen, es geht los. So. Eigentlich ist es doch gar nicht möglich, dass die Ärzte da etwas finden. Ihr Rücken und ihr Bein sind doch schon so oft durchleuchtet worden. Die haben mich da reingeschoben und der Arzt hat nur gesagt, hinterher bei der Besprechung, wie hat er das gemacht, wie hat er das gefunden? Dann habe ich wieder gesagt, mit einer Sicherheitsnadel, hat er gelacht. Ich sage, nein, ernsthaft. Und es war genau so, wie er gesagt hat. Und dann liefen die Tränen. Tatsächlich. Die Bilder bestätigen den Verdacht. Margret Roddes hat einen Tumor am Ischiasnerv. Immer wenn Margret Roddes die Messerstiche gespürt hat, ist in Wahrheit nichts im Fuß passiert, sondern viel weiter oben. Der Ischiasnerv endet im Fuß, zieht sich aber durch das ganze Bein und kommt aus dem Becken. Und genau dort, wo er aus dem Becken austritt, sitzt der winzige Tumor. Immer wenn der gedrückt wird, das passiert meist im Sitzen oder Liegen, schickt er heftige Schmerzreize hinunter in den Fuß. Ich dachte, egal, ob der gutartig oder bösartig ist, auf jeden Fall bin ich nicht psychosomatisch. Bin ich schon, aber nicht an der Stelle. Also ich war einfach erlöst, dass mein psychosomatisches Problem 4,5 Zentimeter groß war. Jetzt passt alles zusammen. Das Messer sitzt gar nicht im Fuß, sondern im Rücken. Doch wieso ist der Tumor vorher auf den vielen MRT-Bildern niemals entdeckt worden? Na, weil man nur die Wirbelsäule bis zum letzten Wirbel und das Bein nur bis kurz vor Becken aufgenommen hat, aber dazwischen hat niemand geguckt. Ja, so kann das gehen. Der Tumor muss raus. Jutta Krüger empfiehlt ihr wieder einen Arzt, den sie von früher kennt. Professor Uwe Kehler, ein erfahrener Neurochirurg aus Hamburg, soll sie operieren. Man muss jemanden haben, der sorgfältig ist, der viel Erfahrung im Operativen hat und der auch menschlich in Ordnung ist, um so einen Menschen, so einen Patienten, der so viele Jahre schon herum und umhergeirrt ist, auch psychisch zu begleiten. Und so kommt es, dass Margret Roddes kurz darauf auf dem Operationstisch von Uwe Kehler liegt. Man sah sehr schön den Ischiasnerven auf dem Kernspintomogramm und da sah man dann einen ganz runden, gut abgegrenzten Tumor im Bereich des Nervenverlaufs. Für uns ist das relativ klar, wenn wir solche Bilder an einem Nerven sehen, dass das ein gutartiger Tumor der Nervenscheiden ist, den man in der Regel auch ganz gut operieren kann. Trotzdem kein einfacher Eingriff. Während der OP muss der Spezialist ständig kontrollieren, ob der Nerv in Ordnung ist. Denn wird der verletzt, drohen Lähmungen im Bein.
3 Tage später. Uwe Kehler hat es geschafft, den Tumor zu entfernen, ohne den Nerv zu verletzen. Margret Roddes geht es jetzt so gut wie seit 20 Jahren nicht mehr. Es war nichts mehr, gar nichts. Ich habe immer so in mich reingehorcht und gedacht, gleich kommt's. Es kam nicht. Der Hafen von Osaka. Die Rautenbergs gehen auf große Fahrt. Guten Tag, ja. Ja, vielen Dank. Sie sind froh, dass es doch noch geklappt hat. Denn dem 79-Jährigen musste kurz zuvor ein Abszess entfernt werden. Auf der einen Seite war die Reiseplanung, stand ja fest. Zum anderen hat man sich wahnsinnig gefreut. Zum dritten kam natürlich hinzu, dass die Ärzte alle sagten, na, damit können Sie ruhig reisen. So, reden wir der Champagner? Zunächst genießt er die Tage an Bord. Auch wenn er merkt, dass es ihm irgendwie immer noch nicht richtig gut geht. Das kommt mir nicht. Ja, danke, brauchen wir. Fühlte mich dort gut aufgehoben. Aber ich merkte, dass ich von Tag zu Tag schwächer wurde. Dass mir irgendwas im Körper tat sich. Das spürt man. Hallo, Herr Rautenberg. Ich wollte noch mal nach Ihnen schauen. Und wirklich, in seinem alten Abszess sammelt sich wieder Eiter. Und es haben sich sogar noch neue Abszesse gebildet. Die Ärztin an Bord reinigt die Stellen und gibt ihm ein Antibiotikum. Die Schiffsärztin war ein Typ, ich sag mal, ein Typ Schlachtschiff. Eine ganz nette, robuste und sagte, na, daran werden sie lange Freude haben. Nach einer Woche geht die Ärztin beunruhigt zum Kapitän. Ich würde gern was zeigen. Es sind noch mehr Eiterbeulen aufgetaucht, diesmal an den Beinen. Sie hat Angst, dass es sich um eine ansteckende Krankheit handelt. In Ordnung. Danke für Ihre Unterstützung. Gott sei Dank, dass ich selber spürte, jetzt musst du von Bord gehen, sonst hätten sie mich rausgesetzt. Denn die können natürlich solch einen Patienten nicht lange an Bord halten. Nicht ist klar, das könnte ja was Ansteckendes sein. Wir möchten uns auch bedanken für dich. Joachim Rautenberg zieht die Notbremse. Er bricht die Reise ab, bucht 2 Flüge nach Hamburg und verlässt mit seiner Frau im nächsten Hafen das Schiff. Die Gefahr bestand ja, dass ich in einem Land aufgefangen werde und vielleicht in Quarantäne komme, wo ich dann in so einem Dschungelkrankenhaus da liege. Das war in Brunei und in Sumatra. In Hamburg angekommen, fährt er sofort ins Barmbeker Krankenhaus. Wir kommen vom Schiff. Zu den Ärzten, die ihn vor der Reise an dem Abszess operiert hatten. Also er kam direkt vom Flughafen, dann von Singapur mit dem Flugzeug nach Hamburg. Vom Flughafen über unsere Notaufnahme auf unsere Station dann. Es ging schon insgesamt schlechter als am Anfang, obwohl er immer noch in seinem Gesamtzustand, fand ich, in einem recht guten Zustand war. Als die Mediziner die Fotos der Schiffsärztin sehen und dann ihren Patienten untersuchen, sind sie entsetzt. Große Eiterherde am ganzen Körper. Zuerst legt man Bakterien und sucht systematisch den Körper ab. Wo könnte eine Quelle sein? Da fängt man natürlich mit den kleineren Untersuchungen an, wie Ultraschall, und dehnt das dann auf eine Computertomographie, auf Ultraschall des Herzens. Doch so sehr die Barmbeker Internisten auch suchen, 2 Wochen später haben sie immer noch keine Ursache gefunden. Sie haben weder die Erreger aufgespürt, noch konnten sie einen Infektionsherd orten. Trotzdem müssen sie irgendwas tun. Wir hatten nie ein Keim, wo wir sagten, den können wir jetzt gezielt angehen, den können wir gezielt behandeln. Das heißt, wir haben ihn breit irgendwann antibiotisch angefangen zu behandeln. Irgendwo versucht, vielleicht bringt es was. Aber das bringt nichts. Die Lage wird dramatisch. Trotz der starken Medikamente breitet sich die unheimliche Krankheit aus. Die Eiterherde tauchen jetzt auch im Körperinneren auf. Wir haben ja dann auf der Suche nach diesen verschiedenen Dingen, von denen ich gerade erzählt habe, auch an der Niere einen Abszess gefunden. Wir haben dann diesen Abszess an der Niere operieren lassen, haben dann in der Folge ihm wieder ein Antibiotikum gegeben, was aber auch nicht gegriffen hat. Was ist das nur? Morgen. Ich bin Herr Fall Rautenberg. Gibt es schlechte Nachrichten? Egal, was die Ärzte auch tun. Es bilden sich immer neue Abszesse und Eiterherde. Das war dann der Fall der Abteilung. Wir hatten die Chirurgen dabei, die diese Abszesse ausgeräumt hatten. Wir hatten Kollegen von anderen Fachabteilungen, den Urologen, den Nephrologen mit dabei.
Da entdeckt der Kardiologe einen Eiterherd am Herzen. Die Ärzte sind wie elektrisiert. Das könnte der Auslöser sein. Sind Sie Aortenklappen hier? Stark befallen? Eine Endokarditis. An den Herzklappen sitzen Bakteriennester. Von denen lösen sich einzelne Keime und bilden an anderer Stelle neue Entzündungsherde, auch an Haut und inneren Organen. Da haben wir nochmal die Antibiotika umgestellt und haben das dann nochmal kontrolliert nach einer guten Woche und haben dann einen Schreck bekommen, weil wir gesehen haben, das Ding ist doppelt so groß geworden, wie es vorher war. Also keine Endokarditis. Aber was ist es dann? Die Barmbeker Ärzte kommen hier mit ihren Möglichkeiten nicht weiter. Schweren Herzens verlegen sie ihren Patienten deshalb in die Universitätsklinik. Ja, meine Herren, die Entscheidung ist gefallen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Wir brauchen ein Haus, das eine Herzchirurgie hat. Wir brauchen aber auch ein Haus, was eine Expertise vielleicht doch in Richtung Tropenkrankheiten hat. Irgendwas, was wir selber jetzt noch nicht bedacht hatten, was eine große Infektiologie hat. Also was auch noch dort vielleicht noch mal mit einer frischen Idee rangeht an den Fall, noch mal neue Ideen hat, noch mal an andere Dinge denkt, die wir vielleicht auch nicht bedacht haben. Ja. Und deswegen fiel die Wahl aufs UKE. Die Infektiologie im Hamburger Uniklinikum. Dr. Stefan Schmiedl übernimmt den Fall Rautenberg. Guten Tag, Herr Rautenberg. Er ist Tropenmediziner und ein ausgewiesener Spezialist für mysteriöse Erkrankungen. Ich glaube, unsere Stärke ist, wir sind wirklich gut darin, Infektionserkrankungen zu entdecken, auch wenn es extrem schwierig ist. Und wenn wir keine finden, dann bedeutet es schon was. Stefan Schmiedl macht sich gleich an die Arbeit. Da bekommt er einen Anruf aus dem Barmbeker Krankenhaus. Schmiedl. Dr. Feiß hat Neuigkeiten. Sein Pathologe ist in einer Probe von Joachim Rautenberg auf Spuren eines seltenen Pilzes gestoßen. Also der heißt Coccidio diocose brasiliensis. Aber vorher noch nie alle gehört. Keiner hier. Es handelt sich um eine Pilzinfektion, die man da vermutet hat. Die kommt ausschließlich in Lateinamerika vor, fast ausschließlich in Südamerika und ist auch dort eine seltene Erkrankung. Das passte, weil er in Brasilien war, weil er eine gewisse Zeit zuvor in Brasilien war. Wir haben keine Bakterien nachgewiesen. Das hätte erklären können, dass das durch Pilze bedingt ist. Ist das die richtige Spur? Eine Pilzinfektion? Stefan Schmiedl macht sich sofort auf die Suche nach den exotischen Verdächtigen. Das kann jetzt ein bisschen wehtun. Wir haben uns extreme Mühe gegeben, diesen Pilz auch zu finden. Und wir haben aus allen Körperhöhlen Material gewonnen und untersucht. Wir haben die Abszesse überall aufgeschnitten oder rausoperiert und haben die untersucht mit den unterschiedlichsten Technologien. Die neuen Resultate vom Fall Rautenberg. Doch eine Woche später ist klar, der exotische Pilz ist es nicht. Nirgendwo konnte der Infektiologe auch nur eine Spur von ihm finden. Wahrscheinlich war es nur eine verunreinigte Probe. Ja, wir standen wieder bei Null, was das betrifft. Immer wieder lässt er nun in Gewebeproben nach anderen Erregern fahnden. Ohne Erfolg. Er findet weder seltene Tropenkeime noch exotische Viren oder ungewöhnliche Pilze. Auch Stefan Schmiedl kommt im Fall Rautenberg an seine Grenzen. Es ist tatsächlich so, dass solche Patienten, die derartig schwer krank sind und wo die Diagnose so unklar und unsicher dann auch im Weiteren ist, dass einen es sehr, sehr, sehr beschäftigt und auch belastet. Unterdessen breiten sich die Eiterherde weiter aus. Joachim Rautenberg muss schon wieder operiert werden. Die Abszesse in den Kniekehlen müssen dringend raus. Dann kamen da zwei Chirurgen, sagen, wir müssen die Abszesse hier rausnehmen und dann müssen sie 10 Tage ganz steif liegen und mit dem Maßgabe, wir können hoffen, dass, weil ich 2 Gelenkprothesen habe, dass unter Umständen das eine oder andere Beinchen fehlt nachher. Noch am selben Morgen kommt er unters Messer. Ein komplizierter Eingriff. Doch die Chirurgen schaffen es, die Abszesse zu entfernen und seine Beine zu retten. Aber damit hat er den Tag noch nicht überstanden. Als er sich am Nachmittag in seinem Zimmer erholt, kommt Stefan Schmiedl mit einer niederschmetternden Nachricht zu ihm ans Bett. Wir müssen noch mal ob alles vor. Muss das sein? Ja, leider. Da sagt der Dr. Schmiedl, nee, hör mal zu,
heute Abend noch Klick ans offene Herz ran. Der Eiterherd an seinem Herzen ist inzwischen so groß geworden, dass er notoperiert werden muss. Zu groß ist die Gefahr, dass der Abszess aufplatzt und Joachim Rautenberg innerlich verblutet. Ich heule wie ein Schlosshund. Und das Einzige, was mich gehalten hat, ist, dass ich sage, nee, ich möchte nicht, dass meine Frau da alleine steht. Das Einzige. Alles andere war mir Schiedegol. Kurz darauf wird der 79-Jährige zum zweiten Mal an diesem Tag für einen großen Eingriff in den OP geschoben. Und zum zweiten Mal geht alles gut. Was ist das nur? Hallo, Herr Rautenberg. Das Herz ist nun zwar außer Gefahr, aber wo und wann werden die nächsten Eiterherde auftauchen? Es ist ein Kampf gegen die Uhr. Stefan Schmiedl weiß, wenn er jetzt nicht schnell etwas findet, wird er seinen Patienten verlieren. Uns ist nicht gelungen, einen Erreger nachzuweisen, sodass wir dann irgendwann zu dem Schluss gekommen sind und haben gesagt, das ist keine Infektionskrankheit. Stefan Schmiedls Idee? Nicht fremde Eindringlinge, sondern der Körper selbst steckt hinter allem. Die Abwehrzellen des Immunsystems greifen das eigene Gewebe an, eine Autoimmunkrankheit. Die Symptome? Hartnäckige Entzündungen und manchmal auch eitrige Abszesse. Und dann haben wir eine andere Strategie eingeschlagen und haben bei dem Patienten das Immunsystem mit Glukokortikoiden, mit Cortisonpräparaten unterdrückt. Aber das ist ein riskantes Unterfangen. Denn sollte sich doch noch irgendwo ein Erreger verstecken, könnte das für Joachim Rautenberg das Ende sein. Wir versuchen es mit Cortison. Sind Sie sicher? Ja, so machen wir das. Tatsächlich ist es so, dass man schon sehr vorsichtig sein muss, bevor man ein derartig schweres Krankheitsbild mit Cortison behandelt, sozusagen die Immunabwehr den Patienten lahmlegt. Ich habe mich nicht getraut. Ich habe gesagt, nein, wir machen das nicht. Wir müssen erst die anderen Sachen tausendprozentig ausschließen. Wenn es doch infektiös ist und wir unterdrücken das Immunsystem, dann geht der Infekt vielleicht erst richtig hoch, dann fängt er erst richtig an aufzublühen. Stefan Schmiedl geht das Wagnis ein. Es gibt keine Alternative. Das Cortison ist vermutlich Joachim Rautenbergs letzte Chance. Dann bin ich wieder in die Knie gegangen. Und nächsten Morgen bin ich aufgewacht und war ein völlig anderer Mensch. Tatsächlich. Mal zu ihm, Frau Rautenberg. Das Cortison wirkt. Es wirkt so gut, dass Joachim Rautenberg schon bald außer Gefahr ist. Binnen weniger Tage hatte sich das normalisiert. Verblüfft glücklicher war ich. Absolut. Er leidet also wirklich unter einer Autoimmunerkrankung. Aber unter welcher? Erst als Stefan Schmiedl in den nächsten Tagen die Abszesse inspiziert, fällt bei ihm der Groschen. Ja, das sah unter der Cortisontherapie deutlich anders aus. Dort hat man dann den typischen Verlauf gesehen, dass nämlich erst Gewebe abgestorben ist und dann es zu diesen Vereiterungen gekommen ist. Und das ist ganz typisch für diese Erkrankung. Eine sehr seltene Autoimmunerkrankung, die normalerweise nur die Haut betrifft. Die Abwehrzellen des Immunsystems fressen sich von den Blutgefäßen durch das Gewebe, bis sie in die oberen Hautschichten gelangen. Hier bilden sie dann große, eitrige Abszesse. Ungewöhnlich bei seinem Fall ist, dass es eben auch innere Organe so stark befallen hat. Das ist eine große Seltenheit, deswegen war das auch so schwierig zu diagnostizieren. Ich habe gesagt, wenn Sie das alles rausfinden, was hier Sie auch vermuten, und dafür den Nobelpreis kriegen, käme ich mit nach Oslo, nach Stockholm.
sagt er ja. Ein halbes Jahr später geht es Joachim Rautenberg wieder so gut, dass Dr. Schmiedl ihn regelmäßig mit zur Vorlesung nimmt. Für seine Studenten ist der Fall ein spannendes Rätsel. Eine bakterielle Infektion? Was ist mit einer Pilzinfektion? Eventuell Parasitenbefall? Vielleicht ist es ja Pyroderma grangenosum. Ein leibhaftiger Patient mit dieser seltenen Erkrankung. Ein Glücksfall für die angehenden Ärzte. Viele Möglichkeiten offen. Alles beginnt auf dem Fußballplatz von TuS Garden in Kiel. Nach dem Training spürt Sinan Akpinar plötzlich einen stechenden Schmerz im Bein. Sinan, was los? Mein ganzes Bein ist irgendwie so rot und das tut weh, wenn ich auftrete. Es war ein bisschen schwierig, auf dem rechten Fuß zu laufen. Man musste so halbwegs humpeln. Schau mal, das ist alles so rot. In der Kabine tastet der Physiotherapeut des Vereins das Bein ab. In zwei, drei Tagen bist du damit durch. Das ist nicht er stellt eine Muskelverhärtung fest und legt ihm einen Kühlverband an. Kühl? Ja. So ein Nassband ist das. Das kühlt ab und war ein bisschen enger. Und sobald das drauf war, ging das eigentlich auch nach einer halben Stunde wieder. Ist das so angenehm? Ein paar Wochen lang ist alles in bester Ordnung. Und was hast du am Wochenende? Der Sohn türkischer Einwanderer freut sich über seine Ausbildungsstelle im Friseursalon. Doch dann bekommt er während der Arbeit plötzlich heftige Schmerzen im linken Hoden. Ah, verdammt. Ich glaube, ich hatte noch nie so eine Schmerzen. Er geht zum Urologen und der schickt ihn gleich weiter in die Klinik. Verdacht auf eine Hodentorsion, einen verdrehten Hoden. Ruh mich mal am besten ab, du weißt doch, ich habe keinen Führerschein. Da habe ich natürlich Angst bekommen. Ja, und dann habe ich meinen Freund angerufen, ihn darum gebeten, dass er mich dahin fährt. Der war dann auch sofort da. Kurz darauf wird der 21-Jährige operiert. Doch die Ärzte finden keinen verdrehten Hoden. Der Eingriff ist völlig umsonst. Hey Sinan. Hi Humboldt. Sinan Akpinar ist wütend. Ohne sich noch weiter untersuchen zu lassen, verlässt er die Klinik. Da verschwinden die Schmerzen wieder. Ganz von selbst. Kick mal deine Tasche da rein. Ich meine, wozu bin ich denn hergekommen? Falscher Alarm? Bis zu 12 Stunden steht Sinan Akpinar täglich im Salon. Kein Wunder, dass ihm die Beine wieder wehtun. Doch diesmal ist es anders als damals auf dem Fußballplatz. Alter! Das war dann halt so eine Beule und war nicht der ganze Muskel war hart, sondern nur diese Stelle, wo die Beule war. So halt am Muskelgewebe war das dann. Ja, und da, wo es hart, warm, war auch leicht rötlich. Besorgt geht er zu seinem Hausarzt. Doch als er dem seine Beule zeigen will, ist sie verschwunden. Geblieben ist nur die schmerzhafte Rötung. Dr. Grubers Diagnose: eine hartnäckige Muskelentzündung. Und? Tut noch ein bisschen. Die Laboruntersuchungen, die ich da gemacht habe, zeigten dann immer doch eine recht hochentzündliche Geschichte. Also vom Bild her passt es zu einer bakteriellen Infektion und dann habe ich ihn auch antibiotisch behandelt. Und tatsächlich, das Antibiotikum schlägt an. Zumindest sind Rötung und Schmerzen nach ein paar Tagen komplett verschwunden. Bist schon kaputt oder was? Ich kann nicht mehr. Komm, wer zuerst beim Kiosk ist. Doch das bleibt nicht lange so. Einen Monat später ist alles wieder da. Heftiger denn je. Schmerzhafte Beulen in den Beinmuskeln und stechende Schmerzen im Hoden. Boah, das tut gut. Geht's denn jetzt besser? Ja, jetzt geht's ein bisschen besser. Wenn wir irgendwie im Park gechillt haben, dann alles, was kühl war, hat geholfen. Einfach ein Wassereis kaufen. Und das dann so an den Nebenhoden, sag ich mal so, jetzt schräg einfach ranlegen. Es wird immer schlimmer. Alle paar Wochen suchen ihn die mysteriösen Beulen heim. Und kurz darauf verschwinden sie genauso plötzlich wieder. Okay, machen Sie mal wieder runter. Da gehen wir jetzt richtig bei, da machen wir jetzt erstmal ein CT. Dann wurde natürlich alles gemacht, ein Röntgenbild von der Lunge und alle möglichen Laboruntersuchungen, die aber nichts wirklich Wegweisendes brachten. Sinan Akpinar schafft kaum noch seine Arbeit.
Die schmerzhaften Beulen sind jetzt auch an den Armen aufgetaucht. Scheiße. Kommst du einmal mit, bitte? Okay. Er muss seine Lehre abbrechen. Manchmal hat mich halt, wenn ich Schmerzen hatte, das hat mich ungeduldig und zum Platzen gebracht, sag ich mal so. Ja. Ein halbes Jahr später ist Karl Gruber mit seinem Latein am Ende. Er überweist Sinan Akpina an einen Kollegen, der sich auf ungewöhnliche Erkrankungen spezialisiert hat. Das wurmt einen natürlich, klar. Das wurmt einen immer und das war letztlich auch der Grund, warum, warum dann eben wirklich auch noch Wege gegangen wurden, die bisher noch nicht gegangen waren. Bei uns gibt es ein Sprichwort, wenn eine Tür zufällt, öffnen sich viele andere. Tja, Herr Akpina, die Beulen sind tatsächlich weg. Als sich Sinan Akpina bei dem neuen Arzt vorstellt, hat er nichts, was er ihm zeigen kann. Doch Pontus Harten lässt sich davon nicht irritieren. Der Plan war, wir warten ab, bis wieder ein Schub ist, machen dann eine Magnetresonanztomographie von dem Bezirk, der besonders auffällig ist, besonders stark beeinträchtigend ist. Mit einem minutiösen Plan will der Rheumatologe der flüchtigen Krankheit auf die Spur kommen. Guckt dann, ob man da eine Stelle findet, wo dann ein Chirurg eine Biopsie nehmen kann, die der Pathologe dann untersucht und vielleicht uns dann sagt, was da für eine Erkrankung oder was da für eine Art der Entzündung dem zugrunde liegt. Bis zur Probennahme läuft alles nach Plan. Doch dann weigert sich die Chirurgin plötzlich, die Beule zu punktieren. Sie will warten, bis die Entzündung abgeklungen ist. Das tut mir leid, das geht leider nicht. Ihr spinnt doch! Ich bin ausgeflippt. Ich bin richtig ausgeflippt. Ich dachte, das darf doch wohl nicht wahr sein. Pontus Harten gibt nicht auf. Noch am selben Tag organisiert er in einer anderen Praxis eine Punktion. Eine Woche später die Enttäuschung. Also rief sie mich an und sagte, ja, ich habe hier die Biopsie, alles schön und gut, aber leider ist das von den Chirurgen in Formalin eingebettet worden. Formalin ist hochgradig aggressiv, das heißt, alles, was aus Eiweiß ist, zerfällt dann. Zum Beispiel Bakterien, die sterben dann in Formalin. Die Muskelfasern sehen auch nicht mehr so gut aus. Das heißt, dieses Biopsat war nicht wirklich verwertbar und hat uns diagnostisch nicht weitergebracht. Wieder nichts. Die Phantomkrankheit ist einfach nicht zu fassen. Sinan Akpina hat das fast schon erwartet. Er hadert mit seinem Schicksal und zieht sich zurück. Kann ihm denn niemand helfen? Es gab Tage, wo er wirklich einfach nur zu Hause war. Er wollte nicht raus, er wollte mit niemandem was zu tun haben. Und in diesen Momenten habe ich mal gesagt, komm zu mir, schlaf bei mir. Wir sitzen zusammen, wir langweilen uns zusammen. Ich wollte ihn nicht alleine lassen. Da bekommt er auch noch schweren Durchfall. So schwer, dass der Arzt in der Notaufnahme Alarm schlägt. Er vermutet eine hoch ansteckende Krankheit, Tuberkulose. Hat gesagt, ja, Sie sind ISO-Patient und als wenn ich ein Arzt wäre, ich sag zu ihm, was ist ein ISO, sag ich zu ihm. Ich sag, Isolite kenne ich nur, Getränk so, ne? Sagt er, nein, Sie sind Isolationspatient. Ich sag, was bedeutet das? Ich sag, ja, Sie dürfen hier nicht raus und deswegen kommen wir auch in so einen Schutzanzügen. Sie wollen ihn festhalten. Sinan Akpina gerät in Panik. Er nutzt einen unbeobachteten Moment und verschwindet. Daraufhin meldet sich das Gesundheitsamt bei Pontus Harten. So geht das aber nicht. Dann sagt sie, ja, ich muss den Patienten jetzt einfangen, das ist so. Das ist meine Pflicht als Amtsarzt. Dann habe ich gesagt, nun beruhigen Sie sich, liebe Kollegin, ich kümmere mich darum und halten Sie mal still. Und ich rufe den Patienten schon an und werden Sie bitte nicht tätig. Mit Engelszungen redet Pontus Harten auf die Amtsärztin ein. Sie erzählt ihm von dem Verdacht offene Tuberkulose, doch TBC hatte Hausarzt Gruber bereits ausgeschlossen. Es dauert lange, bis die Ärztin endlich einlenkt. 2 Monate später. Dr. Harten ist noch keinen Schritt weiter. Er will die Phantomkrankheit nun mit einer Spezialuntersuchung entlarven. Doch die ist der Krankenkasse viel zu teuer. Ich wollte unbedingt diese PET-Untersuchung haben. Und wenn ich die auf ambulanten Wege über eine Kostenübernahmeerklärung nicht bekomme, dann geht das nur, wenn man das über einen stationären Aufenthalt macht. Die Passer bitte. Dr. Harten ruft einen ehemaligen Studienkollegen an. Der ist heute Leiter der Rheuma-Klinik in Bad Bramstedt, Professor Frank Musig. Und als der hört, worum es geht, ist er auch gleich einverstanden. Pass auf, dann schick ihn mir mal vorbei. Das ist dann in der Regel ein Zeichen für einen wirklich extrem kniffligen Fall.
Ja, das heißt also schon, dass man das Alltägliche und auch das näherliegend Kuriose eigentlich schon mal ausschließen kann. Ein paar Tage später. Als Professor Mosig seinen neuen Patienten zum ersten Mal sieht, überschlagen sich die Ereignisse. Herr Aquina hatte ein rotes Auge. Und die haben das Auge untersuchen lassen und da wurde von dem Augenarzt gesehen, dass der eine Gefäßentzündung hatte, hinten, also in den retinalen Gefäßen, in der Netzhaut. Das war völlig neu. Und dann entdeckt die Stationsärztin noch etwas Neues. Eine Afte, eine kleine Entzündung des Gaumens. So, ich weiß nicht, zweiten oder dritten Tag, da war es dann auf einmal so, dass man, als man ihm nochmal in den Mund schaute, einer der Stationsärzte, der sehr aufmerksam war, gesehen hat, dass er am Gaumen auf einmal so eine Läsion entwickelt hat. Und da fiel dann eigentlich der Groschen. Frank Mosig schickt seinen Patienten zwar noch in das PET-CT, doch der Rheumatologe hat schon jetzt eine Ahnung, um was für ein Phantom es sich handelt. Die Entzündung des Auges, diese Läsionen an der Schleimhaut plus dieses Erythema nodosum, also diese Knötchen unter der Haut, das ist dann eigentlich schon das relativ typische Bild. Also in dieser Konstellation, denke ich mal, hätte man die Diagnose wahrscheinlich auch schon früher stellen können, aber ein Teil der Symptome hat sich eben erst tatsächlich eingestellt, als er dann bei uns stationär war. Tatsächlich. Die PET-Untersuchung bestätigt den Verdacht. Das Phantom lauert nicht in Muskeln oder Hoden, sondern in den Adern. Das zählt man zu den sogenannten Vaskulitiden. Das sind Erkrankungen, bei denen es bisher, ohne dass man den Grund kennen würde, zu einer Entzündung von Blutgefäßen kommen würde. Das Immunsystem ist außer Kontrolle geraten. Aggressive Abwehrzellen greifen aus heiterem Himmel die Wände von Blutgefäßen an und scheiden Entzündungsstoffe aus. Es entsteht ein Entzündungsherd, der auf das benachbarte Gewebe, zum Beispiel Muskeln oder Hoden, übergreift. Genauso plötzlich, wie sie gekommen sind, ziehen sich die aggressiven Zellen wieder zurück. Die Entzündung verschwindet, bis die Abwehrzellen an anderer Stelle erneut zuschlagen. Ach, verdammt! Daher die plötzlichen Schmerzen und Beulen am ganzen Körper, die nach kurzer Zeit wieder weg sind. Alter! Boah. Ja, das ist auch gar nicht ungewöhnlich, dass eben Läsionen auftauchen und dann auch wieder verschwinden. Das ist ja bei vielen rheumatischen Erkrankungen so, dass die so in Wellen oder Schüben verlaufen und dann eben auch es teilweise dann wieder zu ruhigeren Phasen kommt. Aber bei den meisten ist es eher so, dass man so eine gewisse Krankheitsaktivität zwischen den Schüben schon noch hat. Bei dem Aquina war das ja so beeindruckend, dass er quasi dann, dass auch die Entzündungswerte plötzlich fast wie weggepustet waren. Die Stationsärztin erzählt ihrem Patienten von Professor Mosigs Diagnose. Eine Krankheit, von der Sinan Akpina noch nie gehört hat, obwohl ihm der Name schon bekannt vorkommt. Er hat Morbus Behçet. Der Name Behçet, das ist ein Arzt aus Istanbul gewesen, der das erstmals beschrieben hat. Wenn Sie weiter runtergehen in diesen türkischen Raum, ist das dann, glaube ich, 900 Mal so häufig wie hier oder in Schweden oder in England. Jetzt passt alles zusammen. Das Phantom ist entlarvt. Sinan Akpina bekommt Cortison und ein weiteres Mittel, was sein Immunsystem in Schach hält. Und so kann Frank Mosig seinen Patienten schon nach 2 Wochen entlassen. Nach Jahren der Quälerei endlich ohne Schmerzen und Beulen. Ja, ich war gespannt wie ein Flitzbogen, wie Herr Akpina jetzt sich sozusagen verhält. Und er kam zu mir in die Praxis und sah super aus. Sah richtig super aus. Ging wieder aufrecht, hatte wieder Glanz in den Augen, machte kleine Scherze und war gut drauf. Ich habe auch am Anfang zu meiner Mutter gesagt, ich habe gesagt, ich bin was Besonderes, habe ich gesagt. So. Dann meinte sie, wie? Ich habe gesagt, ja, das hat 1 zu 100.000, habe ich gesagt. Überleg mal, und ich habe das. Also kann es doch nur was Besonderes sein, so. Er wird zwar immer Medikamente nehmen müssen, aber die werden Sinan Akpina ein Leben ohne Einschränkungen ermöglichen.